Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebru. Hallo. Hallöchen. Wir spielen heute, also eigentlich weiß ich gar nicht, wie das wirklich heißt. Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr viele Inseln, da seht ihr das schon. Wir müssen aktivieren, Ebru, auf Play. Ziel der heutigen Mission ist es, einfach zu überleben. Nein, ich hab die Potato. Nimm du die Potato. Oh, ich kann ihr nicht die Potato geben, warum denn? Oh, Leute, die explodiert. So, jetzt hat der die Potato. Ich glaube, der ist nicht mal da. Oh, der hat sie erwischt, ey. Also Ziel ist es, so viel wie möglich zu überleben. Und der am Ende am längsten überlebt hat, der hat gewonnen. Und ich glaube, die... Oh, jo, da kommt Tentakel, Alter. Oh, hoffentlich nicht bei mir, ey. Und ich glaube, die eine ist im Knast. Das ist so eine Art, naja, ich glaube, Freifahrtschein, oder? Weil die kann ja nicht gekillt werden. Da ist eine Eisplattform, okay. Ich bleibe einfach mal hier. Au, oh, was Angst bedeutet das? Oh Gott, meine Insel brennt, Alter. Oh, nein. Ach, die Inseln verschwinden auch. Guck mal, wenn die Tentakeldinger kommen. Renn raus. Wenn die Tentakeldinger kommen, dann frisst das die Insel, glaube ich. Ich glaube, wenn Wasser da ist, dürfen wir auch nicht runter. Ich glaube, dann trinken wir. Aber guck mal, was macht der eine auf der Eisplattform? Da weiß ich auch nicht, was das bedeutet. Weiß ich nicht. Okay, Wasser, welche... Oh, das war knapp, ey, die nächste Insel. Oh. Die hat eine Trampolininsel. Oh, ich will da hin. Ja, aber kann man durch das Wasser? Nee, ich glaube nicht. Jetzt. Go. Auf die Trampolininsel, Alter. Oh, yo, das was? Cool. Okay, das ist echt übel cool. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich nehme die Insel hier direkt. Zack. So. Hui. Ich würde mich beeilen, Ebru, ne? Wasser kommt, glaube ich, hier gleich. Ups. Und da ist es. Oh, jo, das war deine Insel. Nee, das war deine, die eben gerade gebrannt hat. Ach so, ja, stimmt. Aber was bedeuten diese Gefängnisse? Das sind irgendwie, ist das jetzt positiv oder negativ dazu? Ich glaube eher negativ, dann kommen wir ja nicht mehr weg, wenn da Tentakel. Stimmt, ja, aber, ja, stimmt. Aber vielleicht kommen da keine Tentakel. Das ist, ja, Tentakel kommen wieder und, no, ich bin im Gefängnis. Oh no. Oh. Was ist denn jetzt? Jo, und die anderen werden befreit, oder wie? Ja. Ein bisschen unfair jetzt hier. Komme ich hier raus? Nee. Oh, Mann, ey. Hey, die eine ist zu mir reingesprungen mit dem Trampolin. Jo, die befreit mich! Oh, Trampolininsel. Oh. Jetzt kann ich mich selbst befreien. Ich war eben gerade dort. Ach, hat's dich erwischt? Nee, ich war eben gerade dort und bin dann rübergerannt, weil ich dich angucken wollte. Und dann ist die Insel weggegangen. Das ist ein UFO. Was ist? Jo, die ist in das UFO eingestiegen. Bitte, was? Können wir mit? Ich hab keine Ahnung. Fliegt die jetzt? Chill jetzt hier. Jo, die fliegt nach oben. Wir sind alle mit drin. Oh, ey, was ist das denn? Jo, das ist Excalibur oder so. Und die fliegt. Oh. Ich glaube, das UFO ist ehrlich gesagt negativ. Anteil kann man aber ins Wasser. Ich bin gerade nicht gestorben. Okay, Leute, ich hole mir Excalibur. Was macht das? Rück raus, die Bude. Ich hab's wirklich. Alter, kann ich jetzt andere Spieler fertig machen damit? Oh mein Gott. Bleib stehen! Vorsicht, das Wasser kommt rein. Ups, da hat's mich erwischt. Oh, du bist aber voll weit, Ebru. Es leben nur noch vier. Die eine fliegt da so komisch. Das große Finale, Ebru im 1 gegen 1. Und sie steigt ins UFO. Ich weiß nicht, ob's... Okay, eine Insel weg. Und auf der anderen schneit's. Jo, fliegst du jetzt im UFO rum? Ja. Alter, kannst du das selbst steuern? Cool. Ja, kann ich. Jo, das ist übelst cool. Aber das muss ja irgendeinen Nachteil haben. Die Frage ist, wie lange ich hier drin bleiben kann. Ja, das kann sein, dass du dann über dem Wasser rausdroppst. Oh oh. Dann bleibe ich mal lieber hier so stehen. siehst du? Ja, okay. Ah. Ja, okay, das stimmt. Oh nein. Oh, er ist gestorben. Jo. Ich hab gewonnen. Ebru hat gewonnen. Ja. Ich war nur 9. Ich war vorletzter? Ah, nee, doch nicht, Leute. Ich war im Mittelfeld. Nee, du warst ich war im Mittelfeld da. Ungefähr. Okay, Ebru hat das natürlich mega gerockt, Leute. Boah. Aber wir, hoffentlich schaffen wir das jetzt auch in der zweiten Runde. Let's go. Oh, guck mal da hinten. Da ist eine Riesen-Ebru, die tanzt, weil du gerade gewonnen hast. Oh, das ist cool. Locker wird direkt... Oh, der eine ist einfach direkt gestorben nach einer Sekunde. Oh, der hat ein Schwert. Oh, oh. Oh, von dem müssen wir uns fernhalten. Wer hat ein Schwert? Miau, miau, 99. Ah ja, da hinten. Miau, miau, ey. Aber die Frage ist, checkt der, was man damit macht? Geh mal lieber ein Stück weit weg von ihm. Zwei Schuhe an. Zwei sind. Jo, er ist schnell irgendwie, ne? Ja. Aber er checkt. Oh, nicht zu mir. Okay, zwei sind halt schon raus. Drei sind raus. Der hat die eine ja gerade gekillt. Okay, Tentakel und Gefängnis. Und da ist dieser Wunschbrunnen.
Okay, ja. Leute, da gehen wir mal hin. Ich weiß nicht, was das Ding macht. So, wir gehen hin. So, das gibt ja diesen Effekt offensichtlich. Geh mal rein. Ah, der teleportiert dich. Jetzt sind wir zu dritt auf der Insel. Kann man mal machen? Und der Alter, da ist irgend so eine Sichel. Das sieht so cool aus. Nicht bei mir, bitte, bitte. Bitte, danke. Oh, oh, der Nächste hat ein Schwert. Oh ja, ich sehe es. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, oh nein, wir müssen vor denen fliehen, Leute. Wir gehen mal hier weg. Hinten in die Ecke. Kann man sehen, wie viele noch leben? Sieht man gar nein, nicht. Nein, ich bin gestorben. Die Titelverteidigerin ist raus. Alter, da ist ein Vulkan und der Schuh. Jo, der eine ist im Feuer gestorben und der Vulkan shootet hier kräftig rum, ey. Oh Mann. Oh. Ich stehe, glaube ich, ganz gut. Ich bin relativ weit weg vom Vulkan. Oh, der hat so Jump Boots. Ich habe nix, ey. Ach doch, man hat Special-Fähigkeiten, oder? Z hier? Oh ja, jetzt habe ich auch die Boots. Alter. Jo, kann man da mit den Tentakeln ausweichen? Das wäre ja mal interessant zu wissen. Oh, da hinten, okay, Eiswüste, da ist die Teleportation, der Vulkanfeuer. Okay, die Schuhe sind halt dafür da, um über das Wasser zu springen, denke ich mal, ne? Ich kann auch nur... Vermutlich. Oh, was ist... Alter, ey, guck mal, das ist, um vom UFO abzuspringen, glaube ich. Oh, das ist cool. Vier, nein, drei Leute leben noch. Ich, HCLNNLL und SHHSHANDISI. Schwierige Namen, Leute, aber sie leben auf jeden Fall noch zusammen mit mir. Ich nehme diese Insel hier. Wow! Und? Hat sie Glück gehabt, ne? Hat sie Glück gehabt, ey. 3, 2, 1. Bitte nicht bei mir, Tentakel. Wasser kommt. Und. Das wird interessant. Okay. Ich habe ein Trampolin, Alter. Jawohl. Ist da Regen oder ist das Schnee gewesen neben mir? Schnee, das war Schnee. Oh. Aber ich weiß gar nicht, was das genau macht. Also, vorne ist die Insel ja zerbrochen, weil die so gefroren war. Oh. Hui. Ach, ich bleib bei meiner Trampolininsel. Nicht bei mir, nicht bei mir. Ich bin top. Ja, top 3 noch, Leute. Das hat doch keinen anderen erwischt. Wer war gerade Zweiter bei dir? Lebt die noch? Oh, ich weiß es gar nicht mehr, wer der Zweiter war. Oh nein, ich hab die Kartoffel und ich kann sie nicht vertauschen, weil... Du kannst, glaube ich, springen, oder nicht? Von der einen bis zur anderen? Oh Gott. Nee, nee, das reicht nicht. Oh, der hat auch eine Kartoffel. Ja, ich bin tot. Nein! Oh, renn, 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 renn. Nein, die Kartoffel. So Mann, ich war voll weit von denen weg, ey. Oh, oh Mann, GG. Okay, wir haben 135 Abpass bekommen, 2 Perlen, XP. GG, ey, nur Zweiter. Platz 10 geworden. Okay, 1-1, Ivo, jetzt gibt's die Entscheidung. Ja. Wir haben uns 354 Früchte verdient. Was kann man sich hier kaufen, Ivo, und wo? Spaceship, Schwert. Glaube ich, bei Add Gear, oder? Ach so, das geht im Menü. Shop. Hier ist ein Shop. Ah, man kann so Kisten kaufen. Okay, ich kann mir eine... Ach, ich habe sogar welche freigeschaltet schon an Kisten. Okay, die können wir jetzt mal öffnen. Wartet mal, Leute, wo geht denn das hier? Bam! Wir öffnen diese Kiste. Hä? Ah, Kosmetik haben wir bekommen. Okay, was ist das? Irgend so ein Schnee? Schnee, aber so blau. Okay, sieht jetzt aber nicht so aus wie auf dem Bild. Okay, erste Kiste war schon mal ein Reinfall. Egal. Zweite Kiste, Leute. Wir schalten sie frei. Wir nehmen die linke dieses Mal. Und wir bekommen ein Tanz. Cheer. Okay. Ja, habe ich jetzt schon krassere Sachen gesehen, muss ich ehrlich sagen. War irgendwie eher auch ein Reinfall. Die dritte. Wir nehmen dieses Mal die mittlere. Jo, 283. Früchte. Okay, und die letzte Kiste. Nochmal die Mitte. Die war gut. Auch nochmal Kosmetik. Weiße Dinger. Okay. Ja, das war ja ein absoluter Reinfall, leider. Da habe ich ja nichts rausbekommen, was irgendwie cool war. Ah, man kann doch was für Perlen kaufen. Aber da habe ich erst 16, Leute. Oh, ich habe doch nur 17 sogar. Das wird nix. Na gut, dann gehen wir jetzt zur entscheidenden Runde. Ebro gegen mich. Es steht 1-1. Ich bin gespannt. Ich habe gerade aus der Kiste ein Schwert bekommen, Leute. Hey, kann ich das jetzt direkt benutzen, oder wie? Hey, Z. Boah. Nö. Z, hallo, Z. Hoffentlich kommt jetzt hier auf der Insel nicht die... Alter, das war knapp. Ah, jetzt habe ich's. Hä, kann ich jetzt Leute killen? Alter, Ebo, guck mal. Die sind alle auf der Insel. Ich mach die alle platt. Oh. Rank up, ey. Guck mal an, wie ich abgehe hier. Ich bin, keine Ahnung, ey. Joa, ich habe jetzt irgendwie 4-5 Leute gekillt. Okay, es geht in 4, 3, 2, 1, weg. So, eigentlich hätte ich ja jetzt gekillt werden müssen. Oh nein, der ist im UFO. Der geht zu mir. Oh Gott, der geht zum Glück nicht zu mir. Okay, das UFO funktioniert wie folgt. Die können mit dem Strahl die Leute hochheben. Was? Und dann... Bist du tot? Ebro!
Oh Mann, ey. Oh, ich glaube, das war wohl ein ganz lockerer Sieg. Aber wir wollen nicht nur Ebro besiegen. Ich will auch die Lobby gewinnen. Habt ihr das gesehen, wie der den hochgehoben hat? Oh Gott, ich glaube, meine Insel geht kaputt, Ebro. Oh, 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 oh. Oh, oh. Die hat schon Risse. Oh, oh. Der geht echt auf die Schneeinsel. Ob das so eine clevere Idee ist? Wow, jetzt ist sie kaputt gegangen. Heftig. Oh. Da hinten kommt ein wenig HP, der noch hat. Bestimmt wegen meines Schwerts. Watch. Oh nein, ich habe die Kartoffel. Da, bitteschön. Wow, das war knapp. Okay, 1, 2, 3, 4, der andere ist auch gestorben, 6, hinter dir. Oh ja. Ups. Der ist eigentlich geflogen. Warte mal. 4, 5, 6, 7 Leute leben noch. Aber ich bleibe auf der Insel. Die hat mir Glück gebracht. Die ist gut. Da bleibe ich. Okay, da hinten. Kann da ich ist ein UFO. Nee, ich kann nicht nochmal das Schwert nehmen. Schade. UFO, da müssen wir hin, Leute. Wir müssen zum UFO. Direkt, sobald das Wasser weg ist, sprinten wir dahin, so schnell wir können. Let's go. Rennen. 5 Leute noch. Und wie komme ich da rein, Ebro? Was muss ich hier machen? Einfach dich reinsetzen okay. Und dann... Oh, nicht springen. Oh nein, das ist ein anderer in meinem UFO. So, pass auf, wir zoomen jetzt den... Oh, das steuert sich übel schwer. So, weil... Ja. Wie greife ich an? So, und ins Wasser. Was? Nein, der hat mega Glück gehabt. Das Wasser ist in dem Moment weggegangen. Wie kann man so viel Glück haben, ey? Okay, das UFO hält nicht mehr so lange. Also ich gehe mal lieber raus hier. Oh, das war ja so... oh nein, es ist die... Ha! Yo! Weil sie mein UFO eingestiegen wollte. Oh nein, was ist das? Nein, der Vulkan hat mich erwischt. Oh, es lebt nur noch einer, ne? Ich bin Zweiter geworden. Wieder Zweiter. Och nee. Aber das war krass, das war eine heftige Runde, ey. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da und... Hey, warte mal, was? Ach nee, doch, ich dachte, ich bin Platz 3 da im Hintergrund. Ich dachte schon Betrug, aber nee, haut ja hin. Auch wenn ich irgendwie... Ich habe meine Schuhe an den Knien, hä? Was ist da denn los mit meinem Typen? Das sieht komisch aus. Oh Mann, Leute. Egal. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.